Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ja, wir sollen hier in die Ta Truhe von dieser Tochter vom Fleischer, sollen wir da so einen Brief von Hans packen, aber das geht nicht, weil im Moment ist Tag und da ist eigentlich kein Reinkommen. Und deswegen habe ich mir entschieden, dass wir einfach jetzt zu Müller Pescher geraten werden, da schlafen werden. Obwohl, wir können auch zu Pirkstein reiten. Reiten wir nach einfach zur Burg Pirkstein. Vielleicht lese ich dann noch mal eine Geschichte, ne? So, erstmal wasche ich mich natürlich. Wie es sich hier hört. So. Und dann lädt es natürlich. Das war ja aber auch irgendwie klar. Und ja. So, hier ist unsere Kabine, ne? Unser kleiner Kabuff. Dann setzen wir uns mal hier einfach direkt hin. So. Natürlich müssen, warte mal, wir müssen auch erstmal hier Schmiedeset. Okay, haben wir nichts. Dann kann man natürlich auch nichts machen. Okay, dann lesen wir jetzt einfach mal. Lesen wir mal die Legende von Melusine 2. Da haben wir den ersten Teil wohl noch nicht. Ritter Raymond und Melusine führten ein glückliches Leben und hatten viele Kinder, die alle zu tapferen Rittern und weisen Herrschern gerieten. Mit der Zeit wurde Raymond jedoch immer neugieriger und wollte wissen, was denn sein Eheweib jeden Samstag allein in ihrer Kammer trieb. Unentwegt fragte er sich, warum nur sie an diesem Tage dort zugegen sein dürfe. An einem Samstag beschloss er, sich zu verstecken und zu warten, bis Melusine in ihre Kammer betrat. Mit seinem Messer schnitt er einen Spalt in die Tür und konnte so das Geschehen im Inneren der Kammer beobachten. Doch was er sah, jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Es befand sich dort eine große Wanne voller Wasser, in der sich sein Eheweib wusch, und von der Hüfte abwärts hatte sie den Körper einer Schuppenkreatur. Sie war eine Schlange. Angst erfüllte sein Herz und er konnte nicht umhin, überrascht aufzuschreien. In diesem Augenblick wurde Melusine gewahr, dass ihr Ehemann sein Versprechen gebrochen hatte. Große Traurigkeit überkam sie und so verwandelte sie sich in einen Drachen, flog aus dem Fenster davon, worauf sie nicht mehr ward gesehen. Viele, viele Jahre später kam sie jedoch zurück, um Raymond zu sagen, dass er in 3 Tagen sterben würde. 3 Tage verstrichen und Raymond starb. Von jenem Tage an wacht die verfluchte Melusine im Verborgenen über die Nachkommen ihrer Erblinie und erscheint ihnen 3 Tage vor ihrem Tode, um von ihrem baldigen Ableben zu künden. Nicht nur das einzige Aufeinandertreffen im Wald, sondern auch die vielen ruhmreichen Adelsgeschlechter, die auf Raymond und Melusine zurückgehen, wurden prophezeit. Zu den bekanntesten und angesehensten gehörte das Haus Luxemburg, aus dem Wenzel IV., König von Böhmen, sowie sein Halbbruder Sigismund, König von Ungarn, abstammen. Ritter dieser Adelsgeschlechter schmücken sich bei Turnieren gerne mit Drachenornamenten. Da etwas Drachenblut durch ihre Adern fließt, sollte man sie nicht erzürnen, ihnen nicht einmal widersprechen. Ihre Abstammung ist es geschuldet, dass sie leidenschaftlich aufbrausend und streitsüchtig sind. Okay, das war die Legende der Melusine 2. Ja, den ersten Teil haben wir vielleicht schon mal gelesen, aber ich glaube eher nicht. Von daher wissen wir jetzt nicht, wie es da weitergeht, aber ist eigentlich auch egal. Ja. Gut. Dann lesen wir jetzt erstmal nichts, sondern legen uns schlafen. So, machen wir mal bis hier. Dann können wir vielleicht am Abend noch eine Geschichte lesen oder so. Mal gucken. So, Mittag. Und ja. Aber ich schätze, wir sollten in unserer Kammer vielleicht noch so 2 Stunden warten, bis wir dann wirklich zuschlagen. Denn, ja. Allzu früh, also um 9:30 werden ja wohl noch Leute wach sein. Ja. So 23 Uhr ist da eher schon besser, um da einzubrechen. Denn ich möchte auch nichts riskieren, ne? Wenn ich auffliege, findet Herr Hans sicher nicht so gut. Und das ist ja auch eine Straftat, einfach so einzubrechen. Und daher geht das so nicht.
So. Halb 10 ist gekommen. Und dann werden wir noch so 2 Stunden warten. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich lese vielleicht noch sogar noch was. Halte ich für ganz passend. Vielleicht lesen wir jetzt mal Prag und Prags seltsame Belagerung. Zuerst Prag. Obwohl hier kann ich natürlich nichts erkennen. Vielleicht müsste ich mich dann hier hinsetzen. Obwohl ich glaube, dann sieht man hier auch nicht so gut was. Nee. Nee, das ist zu dunkel. Also vielleicht liegt das auch an meiner Einstellung des Bildschirms, aber das ist zu dunkel. Deswegen warten wir jetzt nochmal so 2 Stunden. Wir werden uns dann aufmachen. So, ich werde glaube ich auch gar nicht mit Pebbles dahin reiten. Der Weg geht ja eigentlich recht schnell. Und ich bin mal gespannt, ob da jetzt auch noch Wachen und so rumlaufen. Ich meine, Wachen sind ja immer da, aber eigentlich die Leute da sollten jetzt eigentlich dann schlafen. So. Ich nehme natürlich meine Fackel in die Hand und laufe nach drüben. Willkommen. Hier laufen aber noch recht viele Leute rum, ne? Aber ich hoffe einfach, da laufen keine Leute rum. Das wäre sonst eher suboptimal, würde ich mal sagen. So. Jetzt, wenn man hier so in der Nähe des Hauses ist, sollte man vielleicht noch nicht so krass rennen. Aber ja. So, jetzt kann man auch mal sich ducken. Wir sind hier in einem privaten Raum. Ist die Frage, sollte man gleich hochgehen? Wahrscheinlich ist sie oben, nicht wahr? Was ist hier los? Das haben wir schon mal geschafft. Ich muss vorsichtig sein. Du bist Carolina. So. Mal reingelegt. So, und was findet sich hier? Nichts. Außer hier vielleicht den Surcot Purpin. Wo das still ich alles, ne? Ne, warte mal. Das packe ich wieder weg. Denn was da gestohlen ist, da kann ich auch gar nicht so gut vertickern. So. Das war ja eigentlich ein recht einfacher Job. Nicht wahr? Das war recht einfach, genau. So, okay, wir sollen bis morgen warten. Aber was machen wir bis zum Morgen? Ich gucke mal in den Questlog. Wir können ja eigentlich nicht so viel machen. Ne. Können wir gar nicht machen. Eigentlich müssen wir schlafen, aber ich würde sagen, ich muss auf jeden Fall irgendwo noch was essen. Komm, wir begeben uns mal ein bisschen waghalsig hier. Auf Plündertour. Denn ich möchte nichts von meinem eigenen Essen essen. Vielleicht findet man ja auch noch ein bisschen Gold, ne?
Kann ja sein. Man weiß ja nie. Oh, neue Stufe in Heimlichkeit. Okay, hier findet man nur Verbände. Den gebe ich auch gleich, glaube ich, aus. Wir sind jetzt bei 15. Können wir jetzt, obwohl das hat Schlösser knacken ist ja noch was anderes. So, wir können auf leisen Sohlen fangen den Lärm, den deine Rüstung und andere Ausrüstungsgegenstände machen um 20%. Das ist gut. Allerweltsgesicht, wenn nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwer, dein Gesicht zu erkennen. Sie geben die Suche schneller auf. Oder Regenmann. Bei Regen machst du mit deinen Schritten 70% weniger Lärm und bist somit fast lautlos. Ich mache auf leisen Sohlen, weil wir immer mit unserer Rüstung hier auch rumgehen. Und ja. Aha, was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier noch kein Essen. Wir könnten daraus essen, ist aber langweilig. Will ich nicht. Akzeptiere ich nicht. So, hier müssen noch mal irgendwo Leute schlafen, oder? So, ich werde auf jeden Fall hier jetzt mal Kohle. 5 Kohle. Oh, jetzt bin ich überfressen. Die lassen wir einfach mal fallen, die 3 Kohle. Überfressen zu sein ist, glaube ich, nicht gerade gut, aber. Oh, naja, speziell. Jetzt können wir vielleicht auch sehr schwere Schlösser, also alle knacken. Das könnte gut sein. Was haben wir denn hier? Schlösser. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance von 20%, dass zu Bruch gegangene Dietriche wieder in deinem Inventar landen. Glück des Trunkenbolds, du kannst betrunken 30. Okay, wir versuchen Sachen mehr lernen, wenn wir betrunken sind. Wir sind eigentlich nie betrunken. Sechster Sinn. Dein sechster Sinn schlägt Alarm, wenn jemand drauf und dran ist, dich beim Schlösserknacken zu erwischen, wodurch du mehr Zeit zum Fliehen hast. Das ist gut. Dieb im Glück. Wenn dir ein Dietrich abbricht, besteht eine Chance von 10%, dass das Schloss sich dadurch öffnet. Die Chance ist bei leichten Schlössern sogar höher, bei schweren Schlössern ja auch geringer. Ich würde sagen, sechster Sinn. Machen wir. Ist schon extrem gut. Hier wohnt auch gar keiner hier in dem Haus, aber. Okay, wir können auf jeden Fall sehr schwere Schlösser knacken. Ich meine, manche sehr schweren konnten wir auch irgendwie schon knacken. Also irgendwie. So, das hier ist schon ein anderer Schnack, aber. Macht man natürlich trotzdem mit links. Geht's hier schon raus? Nee, hier ist auch im Haus. Hier schließt aber gerade gar keiner. Das heißt, wir haben ja freie Bahn, oder was? Wir müssen noch mal Geld finden, also wirklich. Hier Rattei sind doch ganz die ganzen reichen Bürger. Aber nur irgendwelche Kleidungsstücke. Ihr Geld, die sind ja auch schlau. Ihr Geld haben die natürlich woanders deponiert, ne? Okay, hier ist auch noch mal so. So was. Aber hier geht es dann jetzt endgültig, glaube ich, raus. Naja. Okay, das ist anscheinend hier auch beim Schmied. Wir gucken einfach mal hier so rein. Einfach aus Interesse. Hier finden wir aber nichts. Aber, ja. Was macht schon Spaß, irgendwo einzubrechen? Also im Spiel, muss man dazu sagen. So. Oh, wir sind im Laden drin. Oh mein Gott. Das ist die Schwertschmiede, oder? Ja, sieht so aus. Wir könnten hier schleifen, aber da haben wir gesehen, was das macht, wenn wir das machen. Deswegen lassen wir das lieber. Deswegen lassen wir das lieber. So, nach Essen suchen wir ja nicht mehr. Warte mal, ich gehe erstmal hier runter. Wir bleiben erstmal auf einer Etage, ne? So.
Okay, das scheint so ein Lagerraum zu sein. Vielleicht finden wir hier Schwerter. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Okay, es ist zwischen 1 und 2. Oh ja. Oh ja. Ja, das geht genial. Wir nehmen mal so 5 Schmiedesets mit. Mal so ein edles Jagdschwert. So ein Knappenschwert. Metallene Schmiedesets, ganz wichtig. Das ist ja hier die reinste Goldgrube. Sag mal. Zeremonieller Streitkolben. Mehr nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Hier findet sich ja wahrscheinlich noch das eine oder andere. Aber es ist cool, wenn man in so einem Laden einbricht. Das muss ich öfter machen. Verdammt. Ich darf hier wirklich nicht verkacken. Jawohl. Denn hier findet sich noch mal geile Sachen finden sich hier. Einfach nur geile Sachen. Schmiedesets brauchen wir unbedingt. Gut, aber Waffen außer die Metallen, diese Streitaxt nehmen wir nicht mit. Okay, wir können hier aber auch immer noch öfter noch hierher kommen, ne? So, was findet sich hier drin? 1,3 Groschen. Oh. Gut, ich glaube, viel mehr interessante Sachen sind hier nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt auch direkt raus. Das wird mir sonst zu riskant. Denn hier sind auch Hunde und so. Oh. Die können ja auch gefährlich sein. Jetzt haben wir ganz viel geklaute Schwerter. Und Rüstungssets. Davon können wir auch schon welche einsetzen. Schmiedesets. Und tatsächlich haben wir doch noch keine davon einzusetzen. Egal. Gehen wir halt zurück nach Pirkstein, packen unsere Sachen da rein und schlafen dann noch ein bisschen. Ja. Erst nachdem wir hier die Sachen in die Truhe gepackt haben. Welchen Teil davon begreifst du nicht? Ja, einen Moment. Gleich bin ich da. Jetzt reicht's. Ach, Mann. Ich gebe auf. Ich hoffe, er lässt mich durchgehen ohne. Hab ich dich. Dir werde ich's zeigen. Du wirst lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ja, 30. Na schön, hier bitte. Du hast für deine Verbrechen bezahlt. Ich hoffe, du lernst was daraus. Puh. Sind wir nochmal gut weggekommen, ne? Da können wir auch noch hier die restlichen Sets da reinpacken. Und jetzt ist er, mussten wir nur 30 zahlen, weil wir nicht uns kontrolliert lassen haben. Ups, egal. Naja. Das war ja genial. Okay, schlafen wir nochmal ein bisschen. Nochmal so bis 6. Okay, da sind wir noch einigermaßen glimpflich davon gekommen. 30 zahlen, ich meine, wir haben da 1300 gefunden. Ja. Gefunden, in Anführungszeichen. Zeichen. Ja. Gut.
Wie schwer, da können wir sicher bei irgendeinem Müller verticken. Ja. Dann da das Money machen. Ich weiß ja nicht, ob normale Händler auch gestohlene Waren kaufen. Da bin ich mir nicht sicher. So. Jetzt können wir Herrn Hans aufsuchen. Das ist doch schön. Mal gucken, wo er sich so rumtreibt, ob er wieder in Richtung Schenke geht. Oder ob er noch oben ist und schläft oder so. Weiß ich nicht, aber werden wir sehen, ne? So, er scheint anscheinend noch hier oben zu sein. So, da sind wir wirklich gut davon gekommen. Muss man ja sagen. Muss man ja einfach verdammt nochmal sagen, ja? Tut mir leid. Hä? Die war doch eben offen, oder nicht? Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Oh ja, Herr Hans. Gott schütze dich, Heinrich. Dich auch. Hallo, ich will mit dir reden. Alter, das ist ja nicht zu fassen hier. Frech ist er auch noch. So, Herr Hans. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wieso wohl? Ich habe die Sachen überbracht. Ich weiß, ich weiß. Meine Spitzel waren emsig. Sie hat die Kette heute Morgen getragen, wie im Brief erbeten. Also wird es ein Rendezvous geben? Natürlich nicht. Ich will nicht über sie herfallen wie ein Wildschwein in der Brunftzeit. Ihre Gefühle müssen langsam heranreifen. Bis dahin besorgst du einen Trank. Ich dachte, du gibst nichts auf Hexengebräue. Pah, Hexengebräu. Das ist ein altbewährtes und erprobtes Elixier namens Duft der Unwiderstehlichkeit. Ein Kerl in Sasau bietet es feil und garantiert für seine Wirkung. Okay. Duft der Unwiderstehlichkeit? Klingt verführerisch. Wohlan, ich beschaffe das Elixier. Ich verlasse mich auf dich. Hier hast du ein paar Groschen. Aha, okay. Herr Hans, blockieren Sie doch nicht mich. Gut, aber... Ich weiß nicht, aber, Ja! Ich glaube... Ich würde erstmal... Obwohl, vielleicht können wir so Kelche und so verticken. Die Geldbörse, ich weiß es nicht. Schmiedeset. Oh, da haben wir was gedingst. Ja. Na, egal, dann. Ich glaube, wir werden dann doch erstmal nach Sasau reiten. Aber ich würde sagen, das machen wir dann auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, Leute.